Es ist ein Auftakt nach Maß für die Münchner Galopper schon im ersten Rennen. Bei strömendem Regen und frischen Temperaturen geht in einem Rennen für Zweijährige Prince Oliver als krasser Außenseiter auf die Bahn. Doch der Hengst lässt die Konkurrenten wahrlich stehen, darunter die sehr hoch eingeschätzte Stute Night Fever. Am Ende siegt der in München von Michael Figge trainierte Prince Oliver und beschert den risikofreudigen Tippern eine Traumquote von 219 zu 10. Für Trainer Michael Figge einer von zwei Rennsiegen an diesem Tag. Das Hauptereignis ist der mit 10.000 Euro dotierte Ausgleich 2. Im Rennen über 1.600 Meter ist die aus Hannover kommende Stute B-Suite eine aussichtsreiche Kandidatin. Bereits im vergangenen Jahr gewann die Fünfjährige bei einem Gastspiel in München. Unter Jockey Vinzenz Schürgen lauert die Stute zunächst in sechster Position. Erst im Schlussbogen kommt sie allmählich auf und kann schließlich im Einlauf die Führenden stellen. Mit drei Längen siegt B-Suite. Für die Münchner Trainer und Pferde ist der AZ-Renntag sehr erfolgreich. Von acht Rennen gewinnen die Lokalmatadore sechs.